Oh, hoffentlich werde ich von Eid geweckt. Das wäre so schön. Ich sollte vielleicht auch meine Kopfhörer mal aufsetzen, damit ich auch was höre. Das ist Lapis, ne? Ja, wie sie irgendwas zusammenbaut. Oh ja. Oh mein Gott. Was? Nein, mach den Wecker weg. Dann werde ich ja dauernd geweckt. Dann werde ich ja nicht von Leuten geweckt. Also Kacke. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Fire Emblem Engage. Ich weiß nicht, warum ich da immer nachgucke. Ich will einfach nur immer sicher gehen. Ja, B1. Cool. Ja, in der letzten Folge haben wir, wie man vielleicht noch sieht, ich habe nur die gleichen Klamotten an, uns Ike gestellt in dem Paralog. Ich weiß gar nicht, dem Quest heißt er einfach nur, ne, auf Deutsch. Und ja. Heute würde ich sagen, machen wir ein bisschen den Trend weiter, ne? Und tun noch ein bisschen. Ich habe schon wieder vergessen. Nochmal zurück. Ich habe noch Bandgespräch freigeschaltet. Nein, nein. Ich muss zurück. Weil ich habe ja, ich habe nicht so viele Bandgespräche. Ja, doch fünf. Es sollten ursprünglich nicht so viele werden, aber ich habe so viel. Ich habe so an meinen Charakteren rumgebastelt und die irgendwie optimiert. Das glaubt ihr gar nicht, ne? So, erst was wir gemacht haben. Ich habe mit hier Enya, habe ich Linja hochgelevelt auf Level 5. Weil mir ist eine Sache aufgefallen. Ihre Stimme fand ich schon immer irgendwie viel zu hoch. Ich würde sie irgendwie, weiß nicht, mit der tieferen Stimme vorstellen. Das ist immer noch merkwürdig. So, dann haben wir, wo ist er? Alchrist hat zwei, einmal von ebenfalls Lin. Ihn habe ich, glaube ich, Geschicklichkeit plus 2 gegeben. Er hatte vorher Treffer plus 10. Und ich habe gedacht, gib ihm mal mehr Geschicklichkeit, ne? Okay, naja, stimmt. Der Vater von Hortensia und Co. hat ja den Ring, ne? Ausgerüstet, stimmt. So, ihn haben wir außerdem noch Corin gegeben, weil mir die Kombination letztes Mal richtig gefallen hat. Dass wenn man sich mit Corin verbindet, hat man irgendwie die Gegner feststecken kann. Ich habe dich noch nie ausgerüstet. Du hast mich verwechselt. Nein. Okay. Dann haben wir Zalkov. Dann habe ich Zalkov noch genommen und ich habe ihn auch mit Lin trainieren lassen. Lin habe ich auch Geschwindigkeit plus 2 gegeben, weil, Spoiler, wir werden ihn vielleicht heute benutzen. Hier ist ein unglaublich langweiliges Leben gelebt. Ha. So, dann habe ich einfach noch Chloe mit Erika trainieren lassen. Mal sehen, sehen sie sich voll ähnlich. Erika weiß ich irgendwie nicht. Schade, Ephraim nicht hier auch hin und wieder mal am Rumfliegen ist. Na, schade. Der hat wahrscheinlich gar keine einzige Voice Line oder so, ne?
So. Gut. Ich habe so viel optimiert, ne? Und was ich sagen wollte, mir ist aufgefallen, je stärker die Embleme sind, also je höher die gelevelt sind, desto besser sind die Werte, die ihr eingeben. Da habe ich nämlich mal ausprobiert. Ich habe keine Ahnung, ich habe mal Lin irgendwie jemanden gegeben, dann habe ich Lin aufgelevelt und gecheckt, und ja, die Werte sind definitiv höher, wenn die höher gelevelt sind. Ich weiß nicht, ab wann, ich nehme an, jedes fünfte Level oder so, ne? Aber ja, die sind definitiv, das ist echt noch eiskalt was aufgetaucht. Die sind echt ein bisschen stärker geworden dann. Also die Bonus, also ein, vielleicht ein Wert mehr oder so, keine Ahnung, oder zwei. Da unten. Und ja, deswegen habe ich Charaktere, denen ich diese Embleme gegeben habe, erstmal hochgelevelt. Damit wir auch ein bisschen mehr davon haben, ne? Weil von 1, von 0 bis 5 ist, glaube ich, nicht so gut, ne? Die sollten vielleicht schon so ein bisschen gelevelt sein. Außerdem habe ich dann auch genug von diesen, wie auch immer die nochmal hießen hier, diese Punkte, ja, von denen ich jetzt noch ein paar kriegen werde, weil ich mir jetzt erstmal meine Erfolge abhole. Wirklich 9000. Und ich habe mir letztens gedacht, oh, ich habe so wenig, ne, ich soll vielleicht ein bisschen sparsamer sein, ne? Also gut, so weiter im Text. Unterstützungsgespräche. So, oh, guck mal, wenn wir jetzt aussieht, ne? So, Lois und Chloe habe ich mal, keine Ahnung, Orangen ernten lassen oder so, oder schwimmen gehen lassen, keine Ahnung, ich weiß nicht. クロエさんを中心に素敵な女性たちが集まっていましたね。なんと素晴らしい光景か。見ているだけで僕は最高に幸せです。そうして堂々と言われるとまっとうな趣味のように勘違いしてしまいそうよ。仲良く話す女性たちを眺めるのが好き。それが趣味なのは大きな。これ対話けでもなければ会話に加わりたいわけでもないのに。 本当に見ているだけがいいのね。美しい風景を楽しむのと同じですよ。心を穏やかにし、静かに眺めるんです。無害で健全な趣味だと思っていますし、クロエさんなら理解してくれるはずでは。そうね。不本意だけれど理解できるわ。クロエさんのオーリングエンビンド。風景。姫と。 王子と従者、ペガサスと少女、素敵な組み合わせはいくらでもあるもの。私はおとぎ話に出てくるような光景をじっと眺めることが好きだわ。つまり僕とクロエさんは同行の死ということですね。どうでしょう。今度 2人 で鑑賞会をしませんか。互いの興味を引き出して遠くから眺めましょう。楽しそうね。いいわ。 Probleme, ich habe alle Probleme. So, dann haben wir noch Amber und Diamant. Ich habe es vergessen. War er Gefolgsmann von Diamant? Und wer war noch mal der zweite dann? Oder die zweite, ich weiß es gar nicht. Egal. Diamant-sama, nite kudasai yo. Densetsu no hiyaku wo te ni iremashita. この小瓶を開けて匂いを嗅ぐと、つい本音を言ってしまうという日役だそうです。敵から情報を引き出したい時に使えるかもしれないな。よくやってくれた。ありがとうございます。ではこれは大事にしまってと。大丈夫か。瓶が割れてしまったぞ。ディアマンド様。 俺、本音を言わせていただきますね。アンバー、薬を吸ってしまったのか。ディアマンダ様。Ich liebe dich。Küss mich。ありがとうございます。あなたがいなければ、俺は今頃アルパカ牧場にいたでしょう。本当に感謝しています。すごく尊敬しています。俺はあなたのことが大好きです。なぜなら。 Amber? Diamant-sama.
Hast mir gesagt, ich habe eine sexy Body. Irgendwie was von dem Filler, aber okay. So, dann haben wir Timera und Marin. Ich war für die ganzen Leute, Prinzen, Prinzessinnen und Volksleute. Ich habe viele Kombinationen ausprobiert. Irgendwie schalte ich meistens gar keine frei. Ich will aber zeigen, パートね。姫と出会った時のことを思い出していたんだ。家出してた時のこと？うん、そうだよ。幼い頃から騎士になりたいと思っていたのに、僕は次期村長になることが決まっていた。その理不尽さに嫌気がさし、村を飛び出した時の話だ。 メリーは昔からおてんばだったのね。いや、僕なんかおてんばのうちに入らないさ。僕が村を飛び出し、行く当てもなく放浪を続けて、そんな時だよ。狼に乗った本物のおてんばに出会ったのは。私のことかな。野党の集団をたった一人で相手していたね。おてんばという表現は控えめかもしれない。 So, da war ein etwas abruptes Ende. Okay, so, ich habe leider mit niemandem hier Support freigeschaltet. Irgendwie schalten die sich nicht mehr so einfach frei. Und da habe ich die einfach irgendwen gegeben, glaube ich, oder verteilt, oder habe ich die eigentlich verteilt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Gut, hier sind wir fertig. Nee, sind wir nicht. Wir müssen noch was essen. Und es wäre jetzt eigentlich sehr gut, wenn der Essenseffekt relativ gut ist. So, weil, keine Ahnung, ich glaube, das war auch irgendwie der Fall, warum das 17. Kapitel so schwierig war, weil halt Kapitel, weil ich das, ich glaube, das Essen, das ich vorher gemacht habe, war nicht so gut. So, war Ivy und irgendjemand, der auch noch ihr beiden. Okay, das sind nicht gute Sachen. Okay, versuchen wir jemand anderen. Langsam müsste ich mir irgendwie mehr Gedanken darüber machen. Irgendwie zum. Ihr beiden. Ivy. Jemand anders. Die haben gar keinen. Macht keinen Unterschied. Nee, nee. Ist auch egal. Ich muss da ein bisschen mehr aufpassen jetzt, ne? Aller. Wohl Geschicklichkeit, Verteidigung. Ja, das bräuchte mit Knoblauch. Ein Fisch. Obwohl, ne, Meeresfrüchte. Hat er Gemüse oder Obst jetzt dabei? Seltener Fisch, komm. Ich frage mich, ob das überhaupt irgendeinen Einfluss auf irgendwas hat. Einfach nur random ist. これ、ちょっと、こうして。これ、ちょっと、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 これ、ちょ
Krasses bemerkt habe. Und zwar, ja, mein Hauptcharakter ist irgendwie eine Dracheneinheit und die Drachen, die bekommen irgendwie bessere Emblemeffekte, ne? So, jetzt schaue ich das meine an, ne? Unterricht. Ja, da ist ja diese eine Fähigkeit, die ich irgendwie einsetzen kann, wenn ich verbunden werde, ne? Vielleicht verbinden innerhalb von zwei Fällen einen Wertebonus, je nach Typ des Anwenders. Drache, alle 7 Staatswerte plus 3. Das heißt, wenn ich das einsetze, dann sind alle Leute um mich herum voll hochgepowert. So, und dann haben wir ja noch Tanz der Göttin, was dieser Tanz ist, der uns hier alle umliegenden Charaktere nochmal hier agieren lässt, ne? So, jetzt schaut euch das mal an. Alle Ziele um plus 3 für einen Zug. Erhöht die Staatswerte aller Ziele um plus 3 für einen Zug. Ja, und das ist ziemlich krass, ehrlich gesagt. Also ja, ich glaube, bei Leffer ist irgendwie wie geschaffen für den Hauptcharakter. Also wenn ich jetzt diese Fähigkeiten einsetze, ich habe aus dem Schwert Agilität ausgerüstet, weil er schon respektiere Lehrkraft hat, ne? Wegen Erfahrungspunkte, also das ist auch nicht schlecht. Also ja, das ist ein bisschen krass, ne? So, dann habe ich bei jedem Charakter hier mehr oder weniger nachgeguckt, was ich hier so maximal ausrüsten kann. Sie kann zum Beispiel ein Elfenlicht ausrüsten, ohne davon runtergeschraubt zu werden, weil es 7 Gewicht ist und sie hat eine Figur von 7. Sie kann außerdem eine Voda aufführen, ohne runtergeschraubt zu werden, was auch nicht schlecht ist, ne? Also ja, ich habe mit jedem Charakter irgendwie so kleine Modifikationen gemacht, ne? So, was können die maximal tragen, ohne nicht verlangsamt zu werden? Er kann Elfenwind zum Beispiel tragen, sie kann Elfenlicht tragen. Ihm habe ich Eid gegeben, weil warum nicht, ne? Und ja, ich habe sozusagen alle Charaktere, die ich jetzt benutzen will im nächsten Kapitel, die habe ich jetzt hier die ganzen Dinger gegeben, hier die super starken Embleme. Und ja, das hat schon so ein bisschen gedauert, glaube ich, aber was soll's. Aber wo gehen wir denn heute hin, ne? Das werde ich euch jetzt mal zeigen. Wir gehen jetzt zum nächsten göttlichen Kapitel. Ihr habt sowieso schon an dem Thumbnail gesehen, wo wir hingehen, ne? Wir kümmern uns um einen neuen DLC-Ring. Und ja, ich glaube hier, ich habe da noch nie ausprobiert, aber ja, da kann man nicht rein, ne? Weil das hat mich sowieso verwirrt. Es gibt 4 Wellen, 4 DLC-Wellen, ne? Und 2 von denen sind noch nicht rausgekommen, ne? Wir sind jetzt schon, wir haben 2, die jetzt hier freigeschaltet worden sind, ne? Und so wie ich da verstanden habe, kommt in ein paar Tagen, ich glaube am 8. März, kommt schon die dritte Welle. Oder die dritte Welle wird freigeschaltet. Und da gibt es wieder, ich glaube, 1 oder 2 neue Ringe. So, hier war Tiki. Tiki war zur ersten Welle, gehörte zur ersten Welle, ne? Hier war Hector, der gehörte, glaube ich, schon zur zweiten Welle. Dann hatten wir hier, da ist noch nichts, ne? Warte mal, fehlt denn da hier noch? Oder war Hector auch erste Welle? Ich glaube, Hector war dann auch schon die erste Welle, ne? Warte mal, fehlt noch irgendeiner, fehlt doch Edelgard, ja. Ich glaube, diese hier waren alle Edelgard, haben wir ja geschenkt bekommen im Subdeal. Die beiden waren DLC-Kapitel von der ersten DLC-Welle. Was bedeutet, das hier müsste eine DLC-2-Welle sein, ne? Also vom zweiten Welle. Oder ist auch die erste Welle, keine Ahnung. So, und ich weiß, welcher Charakter sich hier befindet, weil unten rechts kann sich eigentlich nur ein Charakter befinden, weil das kommt mir bekannt vor und das hier kommt mir nicht bekannt vor. Von daher gehen wir hier rein. Und na gut, an den DLC-Kapiteln ist, die leveln sich immer so an mein Level ran, ne? Was bedeutet, wir können jetzt hier reingehen und vielleicht oder vielleicht auch nicht schaffen wir das, ne? Gucken wir mal, je nachdem wie schwierig das ist, ne? So, nächstes DLC, nächstes göttliche Kapitel, los geht's. Da stand auch übrigens circa 25 Runden und das andere ist circa 35 Runden. Von daher, ja, der strahlende Stratege. Oh. Und Tiki ist auch hier. Deswegen gibt es nicht Robin, ne? Was schon einen Strategen gibt.
Emblem des Scharfsinns aktiviert. Wen haben wir da? Aha, Soren. Als Strategen. Zwei Emblem 9 und 10. Path of Radiance und Radiant Dawn. Stratege von Graves Söldnern. あなたの助けを借りに来ました。僕はセネリオです。今助けとおっしゃいましたが、他を当たってください。僕が忠誠を尽くす相手はただ一人と決めています。あ、いや、僕の力が必要なんです。無理やり従わせようとはしないんですね。僕の力が必要だというのなら 手段を選んでいる場合ではないのでは。確かにそうですね。でも私はそういうやりかたはしたくないんです。わかりました。手を貸すに値する力を示すのならば考えることにします。本当ですか？このまま放っておいてくれと言っても、あなたのような人を引いては。 Das ist genauso, wie ich mir vorgestellt habe, ehrlich gesagt. Radiant Dawn hat ja Voice Acting, aber er war ja, es gab diese eine Szene, wo alle Mitglieder von Great Söldnern einen Charakter gerettet haben, und im 10. Teil Radiant Dawn, aber Soren war einer von wenigen Charakteren, die nichts gesagt haben in dieser Cutscene und einfach nur gekämpft haben. Aufgrund der hohen Anzahl an Feinden auf dieser Karte, die Stäbe tragen, werden die Stab-Tanz-Animationen in deinem Kampf nur bei den eigenen Zug gezeigt. Du kannst dich jederzeit im Einstellungsmenü ändern. Oh, ich kann 12 Charaktere mitnehmen. Let's go. Okay. Oh Gott, ich kann 12 Charaktere mitnehmen. Das ist nicht gut. So. So, hier haben wir Soren. Er ist Level 25, das ist schwächer als Ike. Das Emblem des Scharfsinns, eine präzise kalkulierende Strategie mit klaren Urteilsvermögen. Ja, und er ist der Stratege von Great Söldnern, also Gott, also Grails Ike Söldner-Gruppe, mein Gott. Und ich glaube, er ist auch irgendwie zweiter in Command, wenn ich mich nicht irre. Und irgendwie Liebhaber von Ike. Genau, ich weiß nur, dass Ike und Soren oft geschippt werden, so in der Fangemeinde. Die sind hart schwul füreinander, wenn es nach den Fans geht. Die Gegner sind alle Level 1, das gefällt mir. Aber irgendwas sagt mir, es wird ja nicht einfach. Ich nehme an, diese Level soll irgendwie eine Anspielung an irgendein Level von Path of Radiance sein, was ich nicht weiß, weil habe ich nicht gespielt. Ich freue mich schon auf Mikayas Paralog. Da müsste ich ja vielleicht irgendwann mal. Hey, einen Moment mal, Gewitter. Das ist ein Langstreckenzauber, der niemals bricht. Oh nee. Okay, das ist aber nicht so schlimm. Das ist nur 25 Angriffskraft. Er ist auch nicht so stark, ehrlich gesagt. Schnell ist er auch nicht, aber erstmal zu ihnen hinkommen, ne? Das ist wahrscheinlich das Schwierige. Sonst da verbündet innerhalb von zwei Fällen fügt dem Gegner 50% des erlittenen magischen Schaden zu. Gott, zu dem hinzukommen, das wird ein Spaß. So, warte mal, ja. Hier gibt es viele Stabanwender anscheinend wegen der Nachricht von vorhin, ne? Er ist Level 21. Oh, er geht da hier auf die Schatztruhe los, ne? Ne. Ah, bitte keine Startstäbe. Also wenn die noch Purgativ haben, ist das nicht schlecht, ne? Dann ist das nicht so schlimm. Aber ich bezweifle, dass es da. Oh ne, er hat Fraktur. Ja, ein Donnerschwert Purgativ. Purgativ, ich sehe irgendwie nur Purgatives. Auf Fraktur, da haben wir zwei Fraktur, Leute.
Faktur finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so schlimm. Ich meine, das ist nervig, weil ich dann nicht kontern kann, aber ich habe lieber Faktur als irgendwie einfrieren oder irgendwie sowas, wenn ich ganz ehrlich bin. Oder irgendwie, weiß nicht. Ja, einfrieren, ne? Okay, das sieht jetzt nicht so schlimm aus hier. Ja, ich habe ja wahrscheinlich hier wieder Hektik hier, die Schatztruhen zu erreichen. Ja, und da ist auch einer mit einer Schatztruhe. Das heißt, hier muss ich, ach Gott, da muss ich da auch noch reingehen, bevor er hier die sich einsteckt. Gott. Wie gesagt, Fraktur ist jetzt nicht so schlimm. So. Ich könnte im ersten Zug schon, glaube ich, dahin gehen, locker, ne? So, wir nehmen jetzt erstmal alle Charaktere, die ich ausgerüstet habe. So, ich glaube, das Zahlkauf wird hier nicht viel bringen, weil es hier keine Dings gibt. Aber ich habe sogar noch einen Charakter, den ich jetzt mitnehmen kann. So, ne, Zitrin will ich nicht. Obwohl doch Heiler, ne? Habe ich drei Heiler, drei Magieanwender. Klamm war ja ein Erfahrungspunkt entfernt von Level 20. Den nehme ich jetzt nicht für einen Erfahrungspunkt mit. Den setze ich dann lieber irgendwo in der Arena rein, ne? So. Das sind all die Charaktere, die ich haben will, ne? So, das heißt, ich kann nur einen Charakter mitnehmen, um mir das hier zu vereinfachen. Vielleicht. Ne? Aber wen? Ich will ja schon fast sagen Louis, ne? Der Verteidigung. Oder Jade? Ne, Jade kann ich nicht mitnehmen. Ihn? Was mit Diamant? Diamant war nicht schlecht, ne? Man kann sogar eine Kriegerachs ausrüsten. Was hat Silberschwert, hätte ich ihm gegeben habe? Ich habe schon einen starken Schwertkämpfer. Ich möchte irgendwie, ich sag, ich brauche ein paar Bogenkämpfer, ne? Also vielleicht Fogado. Was fehlt mir denn hier so? Ich habe Magier, drei Stück, Axt, Tänzer, ich habe Lanze, Bogen, Dolch, Lanze. Nee, warte, ich will dich doch gar nicht. Ich habe dich mit Butcherin verwechselt. Aber dann habe ich ja noch zwei Plätze frei. Da will ich dich mal mitnehmen. Ich weiß es nicht. Wen nehme ich denn hier mit? Also was? Nehmen wir Diamant mit. Nur ich weiß nicht, wo dein Silberschwert ist. Wo habe ich dein Silberschwert hingepackt? Das ist doch beste Waffe hier für dich. Wer hat das Silberschwert? Du hast das Silberschwert. Nee, gib mir das mal. Also wie überpowered er mit dem Teil hier ist. Eine Kriegerachse da auch. Vielleicht Alfred. Ich will sicherstellen, dass die ganzen Hauptcharaktere hier haben. Ich glaube nicht, dass ich vier Heiler brauche, ne? Brauche ich so viel Verteidigung? Das ist mal eine gute Frage jetzt, ne? Brauche ich so viel Verteidigung? 25, 24, 41. Ja, okay, ja, die muss ich natürlich mit Magie umhauen. Okay. Oh, sieht so cool aus jetzt mit den Klamotten. Wollen wir mal sie mitnehmen? Aber sie hat keine, sie hat keine Effekte, verdammt. Hab ich nicht dran gedacht. Habe ich überlegt, warte ich. Mal Louis mit. Falls wir Verteidigung brauchen, ne? Außerdem habe ich jetzt nicht so, wenn ich die Waffen jetzt hier
vernünftig ausgerüstet. So, dir geben wir gute Frage, ne? Habe ich überhaupt noch hier? Habe ich Grail vielleicht noch? Upsala. Aber Figur braucht da ja nicht mehr. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass ich jetzt 12 Charaktere mitnehmen kann. Das ist schon ganz schön überpowered. So, bei einer Letter. Stärke. Ja. Oder Dimitri. Dimitri. Ja, oh ja, Dimitri. Hm. Und dann Louis. Obwohl er hätte eigentlich auch Dimitri nehmen können. Stärke, Fähigkeit. Verteidigung hat er ja eigentlich schon, ne? Komm. So, dann sind wir hier an der Front. So, gibt ein paar Sachen, die wir machen können. So, wenn ich das richtig gesehen habe, dann kann ich auf ihn losgehen, ohne dass irgendjemanden den erledigen kann, ne? Also ich kann hier irgendeinen Magier platzieren, um ihn fertig zu machen. Und er wird auch nicht. Ah, ich erreiche natürlich wieder nicht, jetzt klar. Wo ist mein? Ich hatte 3 Magier. Sie drin hier. Die sind alle zu weit entfernt, ey. Aber ist kein Problem, weil wir haben ja ihn ja, ne? Und er kann tanzen. Ich bewege meine Magier alle mal hier hin, wahrscheinlich, ne? Vielleicht nicht alle. Okay, wer kann Sika den erledigen, ne? 34, ja, sie haut ihn doch locker weg, oder? 34, das ist 28, oh ja. Dann schicken wir sie ja runter, ne? Sie feuert ihn weg, oder ich kann auch einfach Donner einsetzen, ne? Mit mehreren Charakteren, das wird vielleicht auch was bringen. So, und das Nervige ist jetzt natürlich die Divia, ne? Aber da habe ich geplant, vielleicht mit Lin auf ihn zu schießen. So, da haben wir einen Magier, verdammt. Die bewegen sich natürlich alle nicht. Aber ich nehme jetzt mal an, er geht eher auf die Schatztruhe los als auf uns, ne? Das heißt, wir schicken irgendjemanden hier hin, der nicht kontern kann. Oder setzt hier sicherer. Ich glaube, hier ist ehrlich gesagt sicherer, ne? Problem ist, ich weiß nicht, wo die hinlaufen, wenn ich die ach ja, ich kann einfach den Tänzer hier einsetzen. So, wer hat Lin? Du hast Lin. Aber ich glaube nicht, dass du den Dieb erledigst. Ein Schlag. So. Okay, ich glaube, wir müssen einfach reingehen. So, hat jeder einen Ring? Ja, ne? Okay. Dann ich muss immer zweimal nachgucken. Dann gehen wir rein da. Wird schon klappen irgendwie. So, wieder ein kleiner Cut, ne? Boah, ich habe jetzt, weil ich die ersten 2 Runden gespielt und kam zu Entschluss, das funktioniert so nicht. Deswegen habe ich bevor ich jetzt wieder hier eine halbe Stunde lang was hochlade, wo ich überhaupt nicht vorankam, habe ich einfach noch mal hier, weil nicht das Kapitel neu gestartet. Mein Gott, ey. Ich habe so viele Fehler gemacht und selbst mit einem Kristall wäre das nicht wieder machbar gemacht. Und ja. Ich habe statt Celine Hortensia mitgenommen, einfach nur weil sie eine höhere Reichweite mit ihrem Einfrierstab hat, mit dem ich die Diebe ja festhalten kann. Das nämlich nicht funktioniert. Ich kam einfach nicht schnell genug zu denen hin und ja, das war ein bisschen doof. So, sonst hat sich nichts geändert. Ich habe ihr die Klamotten gegeben, die Dings genommen hat, die sie hatte. Ich habe ja kein Purgativ gegeben, aber ist auch egal. Dann versuchen wir noch mal.
やるなら早くしてください。さっさと終わらせましょう。So, das Spiel sagt uns jetzt hier, da kommen Metroiden rausgeschossen. Und die machen uns Schaden, wenn wir auf diesen Dingern stehen. So, also wir dürfen nicht da stehen oder auf den Vulkanausgang da drüber gehen. Und ja, dann geht es uns eigentlich ziemlich gut. So. Versuchen wir das Ganze noch mal, weil meine Güte. So, meine Strategie war nämlich hier. Ich benutze die Tanzfähigkeit von meinem Hauptcharakter. Und dafür muss ich ein paar Leute hier hin platzieren überall. Ne? So, und ich habe es aber nie richtig zeitig geschafft, dahin zu kommen. Immer neugierig. Ne, okay. Dementsprechend muss ich jetzt erstmal ein paar Charaktere hier besiegen. 1, 2, 3, 4, perfekt. So, machen wir so, ne? Du musst hier runter. Ganz wichtig. So. Dann habe ich mir geplant. Ihn hier hinzupacken. Und ich wollte mal kurz gucken. Hier habe ich jetzt übrigens auch Lin gegeben, anstatt Zellkopf. Einfach nur, weil ich mal gucken will, ob er vielleicht hier. Nee. Warum macht denn das immer noch so wenig Schaden? Also ja, das klappt auch nicht. Aber ist okay. So, ich wollte dich hier nämlich platzieren. Dann platziere ich dich hier hin. Du tanzt mal einmal kurz für ihn. Du dürftest den Schwertkämpfer jetzt erreichen und den deutlich Schaden machen, wenn du triffst. Oh mein Gott. Ah. Nur beim nächsten Mal treffen. So, er hat einfrieren, aber er erreicht ihn da hinten nicht. So, sie hat auch einfrieren jetzt, ne? Aber warten wir erstmal hier. Obwohl. Muss ein tiefer. Ne? Möchte ich hier aber einpacken, ne? Dann trifft sie ihn, ne? 95%. Also, hätte ich sonst bannen soll. Es war voll kacke, dass ich hier die ganze Zeit einfrieren benutzen muss, aber anders geht das hier nicht. So. Hm. Das ist in Ordnung. Aber ich wünschte, ich hätte ihm Donner gegeben. Ich weiß nicht, soll ich für ihn tanzen? Halt auch einfrieren, ne? Da muss ich im Hinterkopf behalten. Der macht nicht so viel Schaden, 25, ne? Da ist, du kannst auf ihn losgehen, wenn du willst. Eins, zwei, drei, vier, fünf, cool. So viel vom Tanzen bekomme ich hier, glaube ich, nicht ausgeschlagen. So, dann machen wir Tanz der Göttin. Jetzt kriegen alle einen Boost und können sich noch mal bewegen.
unter anderem auch mein Tänzer. So, dann hatte ich sie ihn platziert und sie schafft es, ihn zu erledigen. So, dann kann ich eigentlich entweder ihn oder wahrscheinlich eher John, ne? Ach. Das ist so frustrierend, ne? Wir könnten nämlich können ihn voll erreichen. Ihn tanzen. So, der Dieb da hinten wird leider die Schatztruhe erreichen können, aber ist in Ordnung. So, bitte treff. Okay. Läuft immer noch nicht so gut. Ich muss so viele Einfrierstäbe hier benutzen, das gefällt mir nicht. So, jetzt kommen Metroiden von mir geflogen, die Gegner beschädigen. Und ja, jetzt werdet ihr gleich sehen, warum die Animationen hier abgestellt sind für Stäbe. Ah, jetzt kann ich den Typen noch nicht mal kontern. Und ja, fast alle Gegner bewegen sich hier. Ist ganz schön nicht cool ist. Ich bin fast darauf versessen, irgendwie die Diebe entkommen zu lassen, weil das ist irgendwie unmöglich, die zu erreichen, habe ich so Gefühl. So, jetzt kommt noch was Schönes, und zwar Nebel. So, also wir bekommen mehr oder weniger Debuffs, wenn wir den Nebel ausgesetzt sind. So, euch habe ich noch gar nicht gecheckt. Wer, ihr habt auch, okay, ihr habt keine Erfahrungs-Null-Fähigkeit. So, weiß nicht wieso, aber diese, ich weiß nicht, warum das hier so knüppelschwer ist, ne? Ich komme kaum irgendwie dazu, irgendwo hinzugehen. Ich komme schon wieder nicht dahin. Mann, das gibt's jetzt einfach nicht. Mich den echt nochmal einfrieren, ne? Jetzt mich auf den Arm nehmen. So, mir ist es schon fast wichtiger, hier den Typen zu erledigen. Kann ich ja, glaube ich, machen. So, du machst ihn noch nicht mal platt. Gut. Ja. So, weiter als bisher habe ich noch nicht gespielt, übrigens, ne? Von daher, okay, kann mich echt niemand hier erreichen. Also nicht schlecht. Na, aber wenn ich da hingehe, leider reicht das nicht. Also ich muss den wieder einfrieren. Ne?
Oder ich kann einfach warten, bis er hier eingeht. Mich auch noch außer Reichweite, ne? Ja, guck mal. So, ich mach mal jetzt kalt den hier. Der Donnerschwert habe ich übrigens auch mal hochgeballert, ne? Vielleicht ja, ist eine schlechte Idee. Du wirst ja wohl Schaden machen gegen ihn, oder? Genug. Oh, nice. Sehr wahrscheinlich so viel stärker als die Kriegerachs. Ja, plus 3, ne? Problem ist, die kommen aber trotzdem immer noch näher hier. So, dann noch mal ein Einfrier, obwohl eigentlich nicht, ne, brauchen wir eigentlich gar nicht. Ich glaube, brauchen wir nicht mehr, ne? Ich schick sie jetzt einfach mal hier hin. So, hier ist das Problem. Hier ist ein Problem, Mann. Hier kommt man nicht weiter. Warum machen sie so wenig Schaden? Aber echt nicht nett hier aufgebaut. Ich hier vorbeikommen, ey. So, 19. Du machst wie viel Schaden? Zu viel. Die Musik gut, ne? Trotzdem noch mal hier. Ich erreiche den nicht. Und der rennt doch gleich nach unten sofort. Ich weiß das doch. Ah, da ist jetzt nicht so. Okay, weißt du, was ich machen werde? So, 11 Schaden, 17 Schaden. Ja. Wenn wir dann noch einen Tänzer. Dann machen wir halt so. Ich krieg da oben rechts hin. Ja, das muss ja wohl treffen. Ich hasse es, dass meine ganzen Einfrierstäbe hier flöten gehen. Ach. Ich hasse es. Was machen wir hier? Ich weiß es doch nicht. Ich weiß nicht, dass sie Schwierigkeiten dazu treffen. So eine Hauptkarte. Aber sie hat doch irgendwie keine Figur, ne? Also gar nichts. Sind die aber alle hier in Reichweite? Das
So, ihn kann ich auch nicht dahin bewegen. Cool. Ich glaube, ich muss den hier einsetzen, ne? Damit ich hier da so hinlocken kann, wahrscheinlich, ne? Schon gern drei Leute hier teleportieren, aber ah, so eine Verschwendung, ne? Zu machen, ne? So, ihn kann ich wortwörtlich nicht dahin packen, obwohl 49, ne, überlebt er nicht. Gehen wir noch mal checken. Ne, ein Schaden zu viel. Ja. Cool. Cool, meine ich kacke. Na gut, ist ihn erreichen wir gleich. Hoffentlich. Aber ich hoffe, die Gegner können doch nicht kaputt gehen. Aber normalerweise nicht, ne? Alter, ich wurde getroffen. Ich stand, glaube ich, nicht da. Sie erreicht ja niemand, ne? Kapitel werden ganz schön nervtöten langsam. Oh, cool. Okay, der war cool. Und sogar daneben. Und nicht gerade von links angegriffen hier. Das ist ehrlich gesagt gerade nicht schlecht. Weil die einen Manikat hier haben, deswegen. Gerade gegen den anderen Typen gestoßen. Wenn ich das jetzt richtig mache, dann können wir den einen Dieb erledigen. Gott. Jetzt kommen da noch mehr Leute. Aha. Okay, irgendwie sehe ich den Nebel aber nirgendwo hier. So, Gott, ist das Kapitel geätzend bisher. So, wenn ich es richtig anstelle, dann kriege ich den ja down. So. So. Wer trifft mich da? Magier. Was hast du? Elfenwind. Ja, super. Weil ich dich treffe, ist das nicht mehr notwendig. Sehr gut. Okay, haben wir das erledigt. Okay, ich glaube, wir haben es. Ja, die beiden muss ich jetzt mit Dings erledigen, ne? Mit John, jemand anders kann die erledigen, ja? So, jetzt können wir uns hier verschanzen auf die Seite. Mal einfach warten, bis die Leute hier alle auf uns losgehen. Hey,
Hey. So, da war nur Magier in Reichweite, ne? 33. Ach, der ist gar nicht in Reichweite. Perfekt. Gut, die Situation haben wir erledigt. Ah, das ist für 2000 Gold, ne? Darfst du gar keinen erzählen. Aber jetzt haben wir wenigstens den Stress erstmal hinter uns. Na, Chloe, geh du mal da ein. Ja, du auch. Wir vereinen uns hier wieder gleich. So, mir gefällt nicht, was hier los ist. Aber Gott sei Dank habe ich jetzt ja alle die meisten wichtigen Leute hier. Ich kriege nicht down, ne? Dich auch nicht, dich auch nicht. Cool. Da krieg ich dich mit einem Schlag down, nö. So, wer trifft mich da bitte schön? Was bist du denn? Donnerschwert. Oh nee. Warte mal mit der Kriegeraxt, aber. Na. Aber was ich nicht geben würde, wenn du kriegen könntest jetzt, ne? Das gibt's jetzt nicht. Okay, du kannst irgendwie nicht kontern. Ne, kannst du nicht. Nimm das und dete. Überlebt er immer noch. Hat sich jemand einen Scherz mit mir gerade? Die haben alle Donnerschwerter, ne? Ich glaube, das schaffe ich nicht. Okay, solange er mich nicht kaputt macht, was er nicht macht, ne? Das heißt, okay. Ich mache jetzt dich platt. Haben wir schon mal ein weniger. So, und du wirst ja wohl niemand mit einem Schlag erledigen, ne? So, dann mache ich noch 18 Schaden. Da kriegst du auch hin, ne? Ja. Ach. Habt ihr die Agilität gesehen? Kriegst du ihn down? Ne. Nehmen an, du gehst auf Diamant los, ne? Also der Lanzenkämpfer, weil er ein Schwert hat. So, was ich auch machen könnte, ist, ich könnte dich da eigentlich festhaken lassen. Aber da müsste ich mich zu Dings hier machen, ja, zu. Ich kann auch den hier machen. Nebelader. Damit wir alle ausweichen können. Aber den. Ja, das bringt's nicht. Okay.
Ach, das habe ich vollkommen vergessen. Ach man. So, jetzt sind die ganzen blöden Diebe weg. Das heißt, ich kann mich jetzt erstmal verschanzen, bis die ganzen Gegner hier aufhören zu kommen. Das wahrscheinlich nie sein wird, ne? Cool. Aber einige Gegner scheinen ja auch echt hier stationär zu sein. Ja, das, was ich machen kann, ist ja eigentlich nur zu warten, bis hier mit Progativ alle fertig sind, ne? So, weich aus. Oh mein Gott. Nur ausgewichen hättest, dann hättest du ihn jetzt erledigen können. So, jetzt wo die Diebe alle weg sind, einfach nach hinten gehen. Die auf uns zukommen lassen, würde ich sagen. Okay, ich finde halt irgendwie nicht gehört, jetzt schon Verstärkungstruppen jede Runde kommen. Muss jetzt nicht sein.